Manche Leute nennen das Meer den blauen Saphir. So wunderschön wie die Schätze aus seinem Meeresgrund. Für uns jedoch war es diesmal mehr als ein Schatz. Es war unser Zuhause. Beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, Ladies und Gentlemen, zu einem neuen Start, einem neuen Vibe und einem neuen Spektakel, meine Freunde. Ich hab Bock, neues Update ist raus. Ich hoffe, es geht ab. Ich bin heute mit Cookie am Start. Später kommt noch Ivy dazu. Und unser Ziel ist ganz klar. Wir sind Piraten. So, jetzt entmute ich mich und dann legen wir los. Let's fucking go. Und damit auch ein Hallo von mir. Der Stimme aus dem Hintergrund. Bevor das Video startet, muss ich euch noch einiges mitteilen. Zum Ersten streame ich mittlerweile regelmäßig auf Twitch. Also, feel free to join, Link ist in der Videobeschreibung. Zum Zweiten ist dieses Gameplay während eines Livestreams erspielt worden. Das bedeutet, ich habe diese Hiding Map Funktion aktiviert. Die ist dafür da, um Streamsnipern ein bisschen zuvorzukommen. Allerdings ist sie momentan auch noch in den Aufnahmen zu sehen. Das bitte ich zu entschuldigen. Diesen Vibe hat die Karte eh nicht so viel mit der Story zu tun. Trotzdem für euch als kleines Net to Know. Und nun komme ich auch schon zum zweiten Teil. Ich habe im Intro etwas gemogelt. Denn heute starten wir nicht am Strand, sondern hier. Aber stopp. Erst fasse ich noch kurz zusammen, wie wir an diese Stelle kamen. Ich jointe also den Server. Ich traf mich mit Cookie und anschließend sammelten wir ein paar Ressourcen für eine kleine Base. Unser ursprünglicher Bauspot war leider schon belegt. Dann wurden wir auch noch gejumpt. Das war aber nicht so schlimm. Wir sammelten schnell neue Ressourcen und bauten eine neue Base auf. In der Nähe eines belegten Tugboats. Unserem Tugboats. Beziehungsweise das wir im Anschluss raiden werden. Wir waren aber noch nicht bereit. Glücklicherweise fand Cookie eine Satchel in einer kleinen Crate. Nun fehlte uns nur noch die Bean Can. Auch diese fanden wir in einer Crate. Wir farmten also die Tier 2 auf und konnten uns sogar noch unterwegs einen Python sichern. Hier durch die Büsche. Ich sehe ihn. Er ist auf mich fixiert jetzt. Headshot dead. Ist dead. In den Python, bevor sein Mate gekittet draufkommt. Hab. Mit diesem Gear ausgestattet, crafteten wir uns unsere Satchels zusammen
Und wir springen wieder zurück zu unserem Raid. In der Base brennt Licht. Unsere? Nee, ihre. Okay, wir haben's. I'm the captain now. Okay, warte, haben wir jetzt gerade in der Kap. Lass mal hier bleiben, bis es dark wird. Hast du Fuel dabei? Ja, ich hatte Fuel anstecken. Sehr gut. Guck mal, wie viel es verbraucht. Fahr mal kurz raus. Ja, ich probiere es, aber. Pass auf, das kann man nicht schubsen, also wenn du es da reinfährst. Na? Let's go! Da fährt ein Boot vor uns, Cookie! Ich geh raus. Das Boot! Ich verfolg's! Verfolgen. Captain an Deck! Ich treffe gar nichts. Das liegt auch schon. Schwer, wenn beide Boote fahren. Es wäre aber noch cooler, wenn. Stell dir vor, du boomst jetzt diese 2x2 von uns. Ja. Von hier. Mach mal Licht an, warte. Schau mal. Gehst wieder hier vorne und boomst einfach. Ich find's einfach nur heftig, dass du geschützt irgendwo hinkommst. Kann man da jetzt eigentlich überall auf dem Boot was platzieren? Ja. Nein. Also, es gibt manche paar Stellen, kannst du nicht, aber. Du kannst fast überall. Du kannst draußen eine Jobkiste blocken. Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht. Was sagst du, Cookie? Gemütlich, ja? Das wird so cool! Es muss schon, ja. Cookie, wenn wir hier wohnen, dann muss es auch cool sein, okay? Da sind wir uns einig, oder? Dass du genug Platz hast für alles. Ich meine, du kannst hier wieder zwei Kisten machen, dann läufst du halt über die Bett. Du hast kein TC. Aber dafür halt auch nur eine Tür zu deinem ganzen Loot. Ein Door-Trapper, du bist dran, Alter. Nun war es also endlich soweit. Wir hatten unser Boot. Wir gingen noch kurz die Vorräte aufstocken, recycelten unsere überflüssigen Components und stachen in See. Unterwegs konnten wir uns dann auch noch eine SAR sichern. Aber die nächste Action stand schon vor der Haustür. Cargo fuhr rein. Und als waschechte Piraten wollten wir es natürlich entern. Cargo, bist du jetzt da? Ja, ich bin da, Kofi. Da waren 3 Tagboote hinter uns, pass auf. Okay. Wie soll ich das jetzt machen mit Cargo? Ja, wir müssen stehen lassen. Ich hab keine Ahnung, wie man entert. Ich glaube, du musst einfach bloß hinfahren, so dass wir so halb dort stehen. Sag mir, wenn es passt. Okay, da sind schon Leute drauf auf Cargo. Oh. Näher, links, 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 links. Oh, wo weiß? Komm gut, komm gut. Ich bin drauf. Ich hab's nicht geschafft. M2? Ich habe ihn einmal gehittet. Kämpfst du mit denen? Nein. Es ist eine M2 hier. Ja, ja. Wo war er? Oh, er ist dead. Aber ein dead? Ich komme. AK? Aber AK? Ich komme wie das, wenn. Ja. M2 L9 war das. Ich habe Skit. Ich glaube, die M2 hat verloren. Ich bin dead. Scheiße. Ich hab gejoked. Ich komme. Bin da. Lass mein Kit. Bin dran. Fuck, wir haben kaum Muni. Du was hast Muni, oder? Ja, was hab ich gekillt? Tommy, aber da liegt AK am Boden. Ich hab's verkackt. Oh, scheiße, Tagboot ist hier. Bist schon dort? Gleich. Wir müssen das jetzt machen oder gar nicht?
Ja, ich glaube, es ist nur noch einer. Wir vielleicht kriege ich ihn von oben. Vom Dach. Wir sind noch nicht da. Ja, pass auf, wenn er die AK lootet, dann lasert er dich weg. Nein, nein, ich glaube, der ist scheiße. Road sein Kid war's. War weiter links. Ich sehe ihn. Er hat Tommy noch. Er wird kommen. Bleib da auf der Höhe. Ich fight ihn von hier. Oh. Ich bin dead. Vergiss es. Wir müssen es wieder so hin und dann einfach drauf springen. Ich glaube, das ist der beste Weg. Von einer Hit. Ich sehe euch. Let's go. Ist einer vorne? Nein, nein. Wow, M2. Au. Okay, Sven, kann man jetzt jumpen? Ist der Abstand nein, gut? Nein, noch ein bisschen. Jetzt, oder? Ich weiß nicht. Doch, jetzt jump doch. Nee, geht ja nicht, wenn du die Tür aufmachst, Kollege. Du drückst mich weg, jump. Weil es nicht ging, weil die Tür auf war. Achtung, jetzt am Roof. Er ist dead. Okay. Weiter, einer noch. Fahr. Ja, ich fahr, aber keine Ahnung, was hier gerade passiert. Mann. Du musst näher hin. Ja. Er schubst uns nur weg. Ja, probier's nochmal. Mach langsam. Alles entspannt. Einer ist full, da ist nur noch einer. Okay. Schaffst du's jetzt? Bin drauf. Oder auch nicht. Du hast es. Ich bin drauf. Okay, M2 ist dead, M2 ist dead. Ich versuch dir zu callen, wo der andere ist, aber ich sehe ihn nicht. Ja, piekt nicht mehr. Ich glaube, er hat sich versteckt. Hast du mir ein Bett gegeben? Nein, noch nicht. Ich höre ihn irgendwo. Ja, geh, Captain. Ganz oben liegt der M2. Ja. Mini kommt. Er hat ihn gecrashed. Ja. Geh zu M2 hoch. Hast du gesehen, wo der Mini gelandet ist? Nein, ganz vorne, glaube ich. Geh, Roof. Ich habe L9 Kids, aber keine AK. Ich habe nur Spritzen. Was auch nicht verkehrt ist. Bist du hier bei mir? Nein. Ich bin ganz unten in den Gängen. Ich glaube, einer campt unten. Ja, dann ist einer oben. Kann ich dir nicht sagen. Ich renne aber, ich laufe, ich schleiche nicht, ne? Spring. Bin ich? Okay, ich risk's. Okay, ich gehe nach oben. Ja, du hast jetzt nur das Boot, wieder reinzukommen. Ah, M2 in meinem Rücken. Ich musste runter. Irgendein Bot schießt. Auf mich. Schau, dass du vielleicht Roof kommst. Weil da kommt noch eine M2. Ich geh hin. Die sind vorne. Roof. Ich hab M2. Pass auf, die sind ganz vorne. Ich Wie bin viele? Unten. Ich glaube zwei. Ja, ich seh's. Ganz vorne. Oh mein Gott. Ich schleich unten rum. Er ist über mir. Er müsste Mitte sein. Einer Mitte. Hab der andere hält nicht mit M2 auf, ich bin hard low. Ich kann dir nicht helfen gerade, wegen den anderen. Ja, mach langsam. Mein Gott. Entspann dich. Ja. Er ist über mir, ich höre ihn. Einer ist ganz hinten und einer muss Mitte sein, dann würde ich pushen. Leute, das Boot ist aus der Map gefahren. Wie? Nee, das steht da. Ich hab's verfolgt, aber ich sehe es nicht mehr. Alles gut, Evi, das ist jetzt erstmal. Hab ihn Headshot. Wo? Wen? Bei mir ganz hinten. Ja, er weiß jetzt, dass ich unten bin. Evi, das Boot interessiert gar nicht. Lass mal kurz konzentrieren, bitte. Einer hat ein weißes Kit. Ja. Weißes Kapitel. Ich bin Mitte, ja. Da kommt noch ein Boot. Gleich die eine Mitte, er ist Mitte. Linker Gang, knock, full dead. Linker Gang, full dead. Aber es ist nicht das weiße Kit. Ich seh ihn. Ich geh AK loot. Nee, ist Tommy. Das Weiße hat eine M2. Das ist irgendein anderer YOLO-Typ. Hier fehlt leider ein Stück meiner Aufnahme. Nur kurz zusammengefasst, ich bin leider auf dem Schiff gestorben und versuchte jetzt wieder wie ein Verrückter auf Schiff zu kommen. Leider gelang mir das nicht und Cookie schnappte sich den restlichen Loot und haute mit dem Heli ab. Ah, er ist links von dir, ich komme nicht drauf, ich kann nichts tun, ich war von zwei AKs die ganze Zeit beballert. Wir brauchen Fuel. Ich habe die ganzen Waffen reingetan. Oh, Cookie, mein Gott, aber ich würde ohne AK gehen, oder? Ja. Aber das ist risky. Ich würde es... Hast du Spritzis bekommen? Ich habe zwei Spritzen noch. Eine. Spritzen sind da kommt Mini. Mini kommt auf uns zu, Leute. Ich habe keine Muni. Muni ist in der Waffenkiste. Er will landen. Ich komme rein. Weg, Evi. Wo landet er? Warte. Ah, Evi. Evi, komm. Er ist dead, einer dead. Ja. Bitte block mich das nächste Mal nicht.
Ich komme rein, Annalette, sagt sie, blockiert alles. Ja, ich gehe looten. Boah. Wir müssen so fett auf Cargo. Wir brauchen dieses Cargo. Es lagen so viele Sachen rum. Ja, seine Waffe ist. Du kannst tauchen gehen, wenn du willst, Ivy. Ja. Und Ivy, wenn Leute kommen, dann nicht die Türen aufmachen. Wir haben bloß eine Tür. Ja, ja, ich weiß. Versteck dich im Cockpit. Oh, das ist gar nicht so leicht, hier abzuheben. Okay. Ja, sehr. Also ich crash ihn voll rein, okay? Von hinten. Fahr so hoch du kannst und geh einfach auf Captain drauf. Ja, hinten beim Boot irgendwie. Ich probier's. Ich kann dir nichts versprechen, Cookie. Und spring. Ja, hinter mir, ich bin schon dead. Er hat uns gepusht. Oben oder hinten? Hinten, hinten beim Boot. Du bist alleine. Da ist niemand hinten. Doch, ich bin doch da gestorben. Ja, ich bin gerade hier runtergegangen. Er muss oben sein. Nee, ich glaube nicht, dass er oben ist. Stopp, die sind abgehauen. Ja, die sind abgehauen, glaube ich. Weil da ist gar. Ich habe gerade Mini gehört und ihr Mini ist nicht mehr vorne. Ich bewege mich jetzt. Ich guck mal, was für Reste ich noch einsammeln kann. Habe jetzt schon wieder Full Kit, aber halt ohne Rüstung. Nach diesem Cargo wurde es aber mal wieder Zeit, unsere Vorräte aufzustocken. Also die Basics. Fuel und ein bisschen Metall. Also machten wir einen kleinen Farmrun. Ja, ja, dann wir müssen eh anladen, wir brauchen eh Fuel. Und Richtung 260. Da hüpft einer über die Asche. 260, Schnee, hässig. Was? Ich check nicht, was passiert? 290 Schnee, Spieler. Hässig. Bring die Bowl drüber. Oder nein. Ja, ich nehm's, ich nehm's. Ich glaube, er haut nach hinten ab. Wo? Welche Eichhörnchen Richtung? Da, wo das, die Deckung steht. Ah, bei der Iceball, bei der Ice. Ja, hab einen Hit. Hab den gehittet? Mhm. Okay, dann lebt er noch. Ja, er lebt. Er ist gejumpt. Ich sehe nicht. Immer noch unter Deckung, oder? Ja, ja. Wollt ihr vielleicht hinfahren? Es ist nur einer, oder? Ich fahr. Er hüpft weg. Ja, ja. Ich kann ihn halt nicht snipen. Wenn... Hab ihn Headshot. Auf der Eisscholle, auf der Eisscholle. Rechte. Oben drauf. Er hat gerade drüber gekriegt. Du musst nicht mehr fahren. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich bin Headshot. Let's go. Der muss doch jetzt tot sein, oder? Das kann doch nicht überleben. Das ist ausgeblendet. Das reicht. Hast du? Ein bisschen noch, ein bisschen. Ja, ja. Ah, da kommen seine Freunde. Ich bin One-Shot. Okay, ich auch. Ivi, fahr da weg. Kommt ein Tugboat, wir müssen hier weg. Ah, sofort. Ivi, fahr, ich bin sofort weg. Ich bin full dead. Ich fahr. Ich hab keine. Wie denn? Cookie, kein Fuel. Tugboat hinter uns, Leute. Hä? Ich weiß. Ich bin full dead draußen. Meine Leiche ist runtergefallen, komm. Ich warte mal, meine Leiche ist runtergefallen. Ganz weg. Was hattest du? Hit. Gutes. Aber meine Waffe ist noch da. Ach, das Boot rechts ist aktiv. Rechte Seite, zwei Leute. Stopp kurz. Hab ein Headshot dead. Wieso connectet das nicht? Bin ich bescheuert? Headshot hit. Hab ein Double Hit, dead. Wo ist das andere Tugboot? Hinter uns war's. Ich sehe das andere Tugboot nicht. Fahr mal rechts ran, er hat bestimmt Fuel. Geh hin. Kannst du. Ja, mein Kipp war echt gut. Die hatten auf jeden Fall was. Kannst du das keine Boot herbringen? Gleich. Ich bin fast gestorben, weil ich... Tugboot kommt! Hinter uns Tugboot! Okay, wegfahren! Oh mein Gott, die sind voll hier. Ja, Ivi, du musst wegfahren. Mit was schießen die? Ich bin fast dead. Ja, geh rein. Ja. Ich kann nicht. Nein, ich wurde gekillt. Ich bin alles auch gut, ich mach dir zu. Ich mach dir zu. Ivi, fahr so schnell. Die sind gleich hinter uns. Ich check nicht, wieso die schneller sind. Gibst du mir eine Waffe? Die ja, sind direkt hinter uns. Leg drin. Ivi, fahr einfach so weit du kommst. Ja, ich fahr einfach noch ein bisschen auch näher, dann
lahm, damit wir vielleicht da lang gehen können. Headshot. Ach, ein Hit. Dead einer. Okay, Ibi, stopp Boot, oder? Ja, ja, ja. Der Peek ist vorne, einfach abaimen. Hab ihn naked dead. Ja, Ibi, jetzt fahr zurück, rückwärts, rückwärts fahren. Ich kann mit dem Tudor nicht drauf. Ich sterbe jetzt sowas. Schnell, die Bombe, die drehen um, Ibi. Hab ihn wieder Headshot. Ich muss Muni holen. Ich fahr rückwärts. Geht das? Ja, ja. Dreh um und fahr vorwärts. Ja, ja, dreh. Machen die auch. Ich bin halt auf 61 AP ohne Spritzen. Let's go. Einer geht hoch Richtung Fahrerkabine. Er ist wieder tot. Hintere Tür ist offen. Er dippt. Die haben keine Kids da drauf. Die fahren wieder zurück. Ist der Tower am Hafen? Ich hab ein bisschen Angst hat. Piss dich. Okay, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum Tag 1 so schnell endet. Das hat einen Grund. Und zwar nehme ich für euch in 2K auf. Mit ziemlich hoher Bitrate, damit die Qualität für die Videos stimmt. Somit ist meine interne Festplatte relativ schnell voll. Und ich muss immer auf externe Festplatten zurückgreifen. Leider hat meine externe Festplatte einige Faxen gemacht und es hat mich jetzt über eine Woche gekostet, diese zu recovern. Obwohl ich die meisten Daten wieder habe, ist die Hälfte der Videoaufnahmen beschädigt. Und da eh nichts mehr wirklich Spannendes passierte, dachte ich, starten wir mit Tag 2, denn da sind die Aufnahmen voll in Ordnung. Also ich bitte dies zu entschuldigen, aber ich habe 2 Wochen gekämpft, um das wiederherzustellen, damit wir wenigstens aus Tag 1 einiges noch bekommen. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie haben wir die Nacht überlebt? Das war ganz einfach. Wir sind einfach so weit wie möglich aus der Karte rausgefahren und haben uns dort ausgelockt. Mitten in der Pampa. Und haben natürlich gehofft, dass uns dort keiner findet. Und zu unserer Überraschung fand uns auch keiner. Und wir konnten mit Tag 2 weitermachen. Aber wie starten wir nun Tag 2? Naja, erstmal galt es einige Basics zu machen. Am Anfang waren es bloß ich und Ibi. Cookie war noch offline. Also fuhren wir erstmal Richtung Outpost, um uns ein bisschen Holz zu besorgen. Fahren wir zu Cargo. Ja, ich glaube, deine Schnee, sie ist noch drauf. Vielleicht sind die auch noch am Fighten und schleichen rum, weil hier einer tot ist oder so. Auf die linke, genau. Nicht auf die Uferseite. Lass mal abchecken. Ich mein, vielleicht checken sie es auch nicht, weil das Tugboat ist eigentlich relativ leise, ne? Oh, sie haben es gecheckt. Warum schießt meiner ins Kreuz? Ich kann nicht drauf. Geh weg. Ich bin runtergefallen. Fahr weg. Warte, ich häng fest am Boot. Vorne ist ein Schneehäsi und einer mit Wolfshelm und so. Oh, fuck. Ich kann nicht drauf, wenn die mich abaimen. Das ist scheiße. Wir sollten es mit der L9 probieren. Soll ich drehen? Nee, wir haben doch noch 4, oder? Ah, du kannst nicht drauf, wenn man es aufs Boot kannst nicht drauf, ja. Ich kann nicht aufs Schiff, wenn die mich abaimen, weil wir die mich dann sprayen. Wir haben 136 Fuel, ja. Wo steht dann? Ich sehe nicht. Oh, einer steht irgendwo oben. Ah, auf dem Boot. Headshot dead. Weiter, nice. Let's go. Scheiße. Er ist hinten. Bleib ein bisschen auf Abstand, bitte. Fahr ruhig, du kannst ruhig fahren, ne? Wenn du gleiche Geschwindigkeit hast, ist es für mich leichter. Fahr einfach so parallel, genau. Er trifft nicht, ich treff nicht, alle glücklich. Oh mein Gott, da kannst du gar nicht treffen. Ich treffe ihn nicht. Muss reloaden. Er hat mich hit. Er wird nicht aufgeben. 2 sind's doch. Warum bin ich so schlecht im Snipen? Headshot dead. Nice. Einer noch. Ah, da. Ich sehe ihn. Versuch, langsam zu fahren.
pinkt nicht mehr, glaube ich, der letzte. Okay, ich glaube, du solltest uns hinbringen. Einer hängt oben. Ja, einer ist dead. Siehst du sie? Ja, ja, einer ist links vorne. Wenn du näher hinfährst, mal gucken, was er macht. Im mittleren Gang. Fahr, fahr, fahr. Bin drauf. Er wird sich verstecken irgendwo. Ich glaube, er verkriecht sich. Die werden ja vielleicht was in ihren Bodyguard kommen oder so gedippt. Ich denke mal, er schleicht unten rum. Ich glaube auch. Ich denke, er ist unten bei den Kisten. Oh ja, er hat schon einiges. Ich sehe ihn nicht. Ist dem einen sein Body rausgefallen? Maybe? Ne, einer hängt oben noch. Nee, der war hier. Ah, der hier vom Boot. Puh. Du bist doch noch da, oder? Ich bin nebendran, ja. Pass auf, ich glaube, ich jump noch mal kurz rüber. Ja? Und ja. Die pauschen in den Shit, weil das ist eigentlich echt guter Shit. Nein. Ja, ja. Ja, der ist tot. Ja. Der war tot. Der war tot? Ja, den habe ich geheadshottet. Der ist umgefallen. Das war der am Boot. Es waren drei. Boot, rechte Seite, andere Seite, Boot. Einer dead. Einer dead, GG. Die drehen ab. Genau, mach du vom Tugboot aus. Double hit dead. Sehr gut. Waren zwei. Ich weiß nicht, ob einer im Wasser ist. Drei. Drei waren's. Ich glaube, einer ist im Wasser, muss aufpassen. So, ich gehe den jetzt mal unten suchen, okay? Okay. Kann jetzt auch schief gehen, aber scheiß drauf, wir haben Plus gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schnell die Leichen checken soll. Was ja, die Leichen check. Check, check. Aber pass auf nicht, dass einer noch schwimmt. Ist der Mini, Leiche Mini, vorne? Mini. Oh, scheiße, ja. Oh ja, ich bin dead. Fuck, ich bin tot. Schade. Egal, wir haben gut rausgeholt. Ich habe den Airdrop noch geschmissen. Ich habe Tommy und Dings Sah und vier Hazys extra. Das ist gut. Ja, ich habe einen ganzen Impfvollzeug. Jo. Ja, ja, wir haben zwei Airdrops rausbekommen und ein paar Waffenfreunde. Trotzdem, das war posi-technisch einfach scheiße. Und ich war mir dann schon klar, dass das Full-Kids sind. Man hätte es playen können, aber was willst du machen? Nun passierte aber etwas Unvorhergesehenes. Der Server restartete. Und das Restarten dauert im Normalfall 5 bis 10 Minuten. Doch der Server hatte Probleme, so fiel er viele, viele Stunden aus. Wir warteten die Zeit ab und gingen dann direkt wieder drauf. Mussten dann aber feststellen, dass Cargo komplett neu gespawnt war. Deswegen gingen wir auch gleich los. Cookie kam in der Zwischenzeit auch online und wir machten uns auf Cargo. Diesmal sollte der Loot komplett uns gehören. Nachdem wir den Loot eingesackt hatten, ging es weiter, direkt auf Ulrich. Und nun fing es an, verrückt zu werden, denn unsere Kisten waren übervoll. Ein richtig loaded Piratenschiff. Ey, wenn dann will ich schon mit dem Piratenoutfit rumrennen, halt. Guck, Cookie! Cookie, guck! Egal. Er lebt noch. Ich glaube, wir kriegen ihn tot. Er hat ihn Headshot. Ich habe ihn Headshot.
Ich hab ihn auch Headshot, er muss da muss der sein. Bin drauf. Ich auch. Seid ihr drauf? Ja. Ja. Ewig kannst du checken, ob einer. Oh ne, alles gut, fahr weiter. Ja, ich lass mich nach hinten fallen oder fahr ich hinterher? Da hast du die L9, guck ihn, dann lass ganz nach hinten gehen. Ich hab die L9 nicht. Achso. Ja, dann ist es nicht. Ich schau mal selber, sonst kann ich die ab und zu mal anhalten mit der. Es sind mit dieser untötbaren Bots. Ich bin hier, guck mal, wo bist du? Ich bin hier hinten an der Leiter. Wenn du die Leiter hochgehst. Rot! Stat. Einer vom Boot dead. Diese Drecksbots. Mein Boot ist eine Fulki-Leiche. Wo? Siehst du gleich, das ist keine Boot. Ich muss hier der scheiß Bot, Alter, der fickt mich. Lass die Zeit kommen, wieder da, wo wir uns getroffen haben, okay? Wir pushen. Ja, jetzt muss ich nochmal schaffen. Da ist eine Fulki-Leiche, Evi. Mini! Wo? Sein Freund, weil ich schieß nicht auf ihn. Cookie, bist du unten? Er hat den Mini gecrashed. Ja, jetzt gerade bin ich unten. Okay. Hä, wo ist der raus? Ey, Cookie, mich töten die Bots. Der Mini liegt unten, Mini liegt unten. Ja, er hat überlebt, er ist aber oben gecrashed. Jemand, hast du die Beine gebrochen? Nein. Mich töten die Bots! Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr! Ich kann dem Spieler keinen Schaden geben! Guck, ich kann nichts machen, mich töten Bots! Das ist so schlecht! Einer von denen im Boot hat's geschafft. Ich bin tot, mich töten Bots, weil ich sie nicht töten kann! Ich geh jetzt mit M2 drauf. Er piekt. Ebi, wir können nicht drauf springen, Gas. Na, er ist im Gange, eben die Leiter, okay, pass nicht auf. Nicht drauf. Also oder? Kannst du ja. Schon, er ist gleich rechts. Hab ihn, Headshot hit. Muss low sein, ich bin low, ich muss heilen. Hab ihn dead. Er ist dead, ich bin drauf. Okay. Ewig, ich bin noch nicht drauf. Ja, alles gut. Ich bin drauf, Ivi. Jo, ich lasse dich. Bist du Sven? Ja, bei der Leiter, wo du drauf bist. Ja, ich hab dich. Ich bin triplet! Ich hab ihn noch triplet! Bist du dead? Alles gut. Ja. Spawn. Mein Gott, was ist das für... Er war hinter uns unter der Leiter. Was scheiße, ich hab's nicht, ich hab ihn nicht gesehen, er war noch weiter hinten. Stopp ein bisschen. Er war ganz vorne. Nein, ich hab's verkackt. Fahr hin, fahr! Vollgas! Ich muss die Kids safen, los! Ja, ich nein, bin im Wasser. Nein, ich hab's auch verkackt! Halt an! Ach komm! Ja, komm runter, Cookie, wir kriegen die. Er dippt, er will mit dem Heli dippen. Ja. Ja, scheiße. Ja, mit dem Tu, mit dem. Ja, natürlich mit dem Tu und dem Scheiß. AKs und. Ja, dieser kleine Wichser. Das bringt halt gar nichts. Mein Gott, ist das lächerlich. Also, wenn wir jetzt keine mindestens 2 AKs aus Krauk rauskriegen, bin ich so. Ja. Ja, die M2 ist schade, aber es ist okay, Cookie. Wir haben schon Schlimmeres gehabt. Wir haben jetzt zumindest das HMNG als Ersatz. Also die AKs brauchen wir noch zurück. Wohl wahr, vor allem wir haben sie... Mini. Och nee. Ich bleib auf unser Boot landen, Leute. Alter, was ist denn? Ich hab keinen Schaden, ich hab keinen Bock mehr. Er ist ins Wasser. Halt an. Wo sind die scheiß Apollo? Geh weg. Die ertrinken gerade. Einer dead. Zweiter schwimmt nach hinten weg. Ich sehe nicht. Ich gehe mit der Bohne nach. Er ist tot. Die sind beide tot. Fuck mich so ab. Einer will schon im Flug tot. Ja, okay, entspann dich. Mit 3-4, die wollen uns raiden. Safe. Lass zurück. Aber wir haben 3C4. Ja, in den zweiten muss ein anderer looten. U-Boot! Schieß es kaputt mit AK!
Er braucht nur 11 Torpedos, dann wird tot, ne? Ich hol das HLMG. Soll ich weiterfahren? Ja, fahr. Du musst auf den Radar achten. Und fahr ein bisschen Schlange, dass er uns nicht mit den Torpedos trifft. Was willst du? Willst du was? Granate. Er wirft gerade nach. Wir müssen... Sven, denkst du, kannst Explo-Ammo schnell craften? Ja, ich muss erst researchen. Halt drauf einfach. Es geht trotzdem sauschen kaputt. Ich weiß, ich wollte nur einen Hammer suchen, um zu gucken, wie viel Leben unser Boot hat, weil das geht echt eine kaputt. Torpedo kommt irgendwie lenk nach links oder rechts. Schnell! Du lenkst falsch, jetzt hilfst uns. Man kann ihn so keinen Schaden. Ich hol einen Hammer. Guck, wie viel Leben wir haben. Wir müssen die Torpedos ausweichen. Wir sehen es, wenn er schießt. Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Warte, hier ist Fishing Village. Achtung, und links. Oh, wieder Treffer. Oh, wir kriegen echt gut Schaden, Mann. Wir haben schon fast halbes Leben verloren. Ivi, lenk voll ein. Voll nach links. Ich hör nix. Wenn er schießt, hör ich nix. Links, ich sag's dir. Okay, ich call's dir. Er ist weit genug weg. Wir müssen reparieren, du musst deine Chance. Ich repariere, du musst Ivi callen, ja, wie er schießt, wann er schießt und wohin sie fahren muss. Ivi, ich sag die Richtung immer von dir aus. Ja, er hat gerade verfehlt. Wir haben noch 13 Sekunden. Ihr merkt, so langsam hatten es die Leute echt auf uns abgesehen. Aber wir machten uns nichts draus. Nachdem das U-Boot also dann doch von uns abließ, ging es direkt weiter. Denn sie wollten uns gleich darauf wieder an den Kragen. Guck mal. Mini, ja, ich seh den Mini. Ich auch, der. Ja, lass das entern, warte, ich breche ab. Die Tür hinten ist offen, er ist da, hinten. Ich muss ablegen. Er hat zugemacht, er ist eingesperrt drinnen. Wir haben C4. Oben ist die Base geradet. Er will wegfahren. Ich geh drauf. Ich hab C4 dabei. Ich bin drauf. Einer ist in der Fahrerkabine, der fährt gerade weg. Du musst fahren. Ah! Drauf, mach. Ja, Ivi, fahr. Er hat hinten offen. Fahrer! Hinten wieder offen. Hinten ist gut hit. Links. Ich muss reloaden. Fahrer kann nicht sterben. Fahrer stirbt nicht. Er hält. Ich hab ihn. Einer noch. Mach mal. Einer pusht dich. Fuck, ich hab's wieder verkackt. Ich mach Hilfe. Ich werd sterben. Ja, ich werd sterben. Ivi, bleib stehen. Jetzt! Ich baue wieder nach, Leute! Tür geht! Ich brauche eine Deckung! Dead! Der andere wird mich killen! Naked! Bin drauf! Ich muss fett heilen, fett! Heil dich, Cookie, passt schon! Haben die innen drin Kisten? Ich muss reloaden! Alles gut, Ivi! Wir haben nur noch Fahrer, oder? Er ist drin, er kittet sich! Ich glaube, er hat Pumpy. Aufpassen. Tür geht. Hit, hab ihn hit. Warte, ich kann ihn sprengen. Ich kann ihn aufmachen. Wo ist das C4? Ich hab's. Ich muss nur kurz hier. Equipped. Ja, alles gut. Ich aim ab. Der Fahrer, Ivi, du brauchst Fahrer. Checken. Geht da auf. Der kann da nicht raus. Den haben wir schon, oder? Er kann auf der anderen Seite raus. Hab ihn. Ich muss runterspringen. Ist offen? Ja, du hast es. GG. Fahrer noch? Fahrer, ich kann nicht spawnen, oder? Er kann nicht spawnen, er ist dead. Loot, ja. Eure Glut, oh mein Gott, 3SA. Eure Glut. Oh ja. Pass auf, die Bags checken. Die werden mit dem Mini kommen. Bags checken. Haben wir was? Hol mir einen Checky, Ivi. Ich mach Bags, aber jemand muss auf Mini aufpassen. Die haben Mini in der Base. Guck, ich komm mit dem Checky rüber. Wir haben. Er ist nicht gestorben, Mann. Das Boot ist so verbuggt. Wir haben's geändert! Ich hab 50 Schüsse in seinen Rücken geschossen. Wirklich, ungelogen. Nicht gestorben. Oh ja, die haben Kids. Oh, komm's, fein! Nachdem wir diese ganze Geschichte überlebt hatten, wollten wir es für heute gut sein lassen. Uns hatten eh schon genug auf den Kicker. Also folgten wir der Taktik von der letzten Nacht. Wir fuhren wieder so weit wie möglich raus und lockten uns für die Nacht aus. In der Hoffnung, an Tag 3 nochmal dick raiden gehen zu können.
Tag 3. Und was soll ich zu Tag 3 sagen? Eigentlich verbrachten wir die Hälfte des Tages damit zu farmen, damit wir einen anständigen Abschlussrate schaffen. Rockets, sowie alle anderen notwendigen Prints, hatten wir schon lange an Tag 2 gesichert. Diesmal habe ich das nur nicht so ausgeführt, weil ich mir das Piratenleben in den Vordergrund stellen wollte. Wir starteten auch die Sulfur Quarry mit unserem ganzen erworbenen Diesel. Wir versuchten noch Bradley zu countern und dann warteten wir eigentlich nur noch auf Cookie, damit wir unseren Abschlussraid machen können. Allerdings wurden wir dann bei unseren Vorbereitungen doch nochmal etwas gestört. Oh, Torpedo! Weg hier! Nein, du musst einfach weg von ihm. Oh fuck, wir sind schon hard low. Nein, nein, so schnell geht's nicht, aber... Ja, ja, trifft. Oh ja, wir sind hard down, wir sind fast tot. Oh nein. Wir wurden von zwei U-Boots versenkt. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich bin drin, im Tauchtank. Oh nein. Die sprengt sich gerade rein. Ne, wir sind aufgeschlagen, glaube ich. Nein, nein, die sind nicht hier. Alles gut. Die kommen nicht rein, aber außen. I don't know. Ich weiß gerade auch nicht, was zu tun ist, aber... Ja, und... Was heißt? Ich bin tot. Die machen es gerade auf. Nee, ein Hai hat mich getötet. Ein Hai im Boot. Oh, ja, Freunde, ich bin gleich wieder da. Und hier endet leider unsere Geschichte. Hier ist der Punkt, an dem wir versenkt wurden. Nichtsdestotrotz war es eins meiner spannendsten und aufregendsten Abenteuer, die ich je in Rust hatte. Diese zweieinhalb Tage mit Cookie und Eevee in diesem Spiel verbracht zu haben. Wir hatten so viel Spaß, es gab so viel Action und wir konnten so viel lachen. Aber auch vielen Dank an euch, wenn ihr dieses Video bis hierhin geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein etwas anderes Abenteuer. Einfach mal etwas Frisches. Und vielen Dank an Facepunch, dass sie uns mit diesem Update das ermöglicht haben. Ich hoffe auf unzählige neue Abenteuer. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder. Zu einem Pirates Life 2. Denkt natürlich an euren Daumen. Und besucht mich mal auf Twitch. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.